Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, moin, hallo. Wir spielen gegen Trapper. Alles klar, das Setup hat sich nicht geändert. Wir spielen wieder mit Ace. Und wir haben auch wieder die Karte dabei. Ich wollte gerade eigentlich mal gucken. Ach, guck mal, da sabotiert jemand. Ich wollte eigentlich gerade mal schauen. Von wo der Killer kommt zum einen. Schwein gehabt. Okay, wir bleiben erstmal wieder hier. Er sammelt eine Falle auf. Okay. Schauen, ob er wieder zurückkommt. Nee. Okay. Trapper, Leute. Auf der Map. Ich bin mal sehr gespannt. Die Map ist so ein bisschen, glaube ich, so für den Trapper wie Larrys. Wenn irgendjemand in der Jagd ist und so, dann kann das schon mal ganz geil sein, dass du Fallen gelegt hast. Aber die meisten Fallen werden wahrscheinlich von den Survivern sowieso entdeckt. Wenn sie ganz normal halt durch die Gegend gehen. Naja, gut, okay. Also, wir machen erstmal den Generator fertig. Dann rennen wir da hinten kurz hin, um die Falle wegzunehmen. Und dann gucke ich noch mal auf meiner Karte, ob ich schon irgendwelche Totems gesehen habe. Obwohl ich hier auch relativ nah am Kartenrand halt bin. Vielleicht warte ich noch ein bisschen. Ach, guck mal, jemand hat Dingens hier dabei. Offenes Blatt. Das ist eigentlich ganz geil, weil Verwandt dann eine bessere Reichweite hat. Zumindest was die Sicht auf den Killer angeht. So, da wurde schon eine Falle entschärft. Da wissen wir immerhin schon mal, dass wir uns nicht verletzen, wenn wir sie entschärfen. Und dann würde ich gerne mal gucken. Da ist eine Falle an einem Totem dran. Was sagt uns das? Genau. Dass das ein Hextotem ist. Ah, Nervenkitzel. Mal schauen. Du bringst den Killer mit, wa? Ja. Das ist ärgerlich. Muss los. Nasenbluten, tut mir leid. Okay. Tja, oh, was ist denn hier los? Taschenlampe. Okay, wir sollten die anderen Totems machen. Wieso hat er den Nervenkitzel dabei? Man weiß es nicht. Habe ich hier nicht David gerade gehört? Ah, der hat sich schon fertig hochgeheilt, ne? Okay, ich kümmere mich mal um die Totems. Ah, okay. Erstmal heilen hier. Dankeschön. Nice. Oh, hier kommt ja noch jemand. Die sweeten Boys. Alles klar, Leute. Wahre Liebe gibt's nur unter Männern. Wisst ihr doch. Dankeschön. So. Ich nehme die Totems raus, Leute. Ihr könnt die Gens machen. Problem: Er hat Nervenkitzel dabei. Das heißt, entweder hat er die aufgezählte Hoffnung nach dabei oder er will Nöt nachher absichern. Würde mich aber ein bisschen wundern, ehrlich gesagt. Lassen wir uns überraschen. Wir haben schon drei Totems zu Gesicht bekommen. Also drei weitere mit dem hier. Ich glaube, wir haben alle sogar. Ich glaube, der kommt zu uns. Jo. Er kommt zu uns. Juhu. Ja, moin. Hätte dich ruhig nochmal treffen können. Kacke. So. Okay, nehmen wir das hier raus. Gut, ich bin der Totem-Typ. Irgendjemand muss es ja tun. Und ich glaube, ich habe halt die besten Chancen, die Totems alle zu finden.
Könnte gut sein, dass jemand die Falle... Oh, entschärft hat, wollte ich gerade sagen. Ah, nee, es hat wieder ihn erwischt. Oh, wie bitter. Naja, gut, macht man nichts. Vielleicht hat er ja einen Strike dabei. So, hier links ist... Ah, siehst du wohl. Nein, was mache ich denn? Ich wusste doch, dass da eine Falle liegt. Oh. Ja, nicht nachgedacht, ne? Läuft bei mir. Oh mein Gott, ey, das war echt dämlich. Schade. Jetzt sind alle verletzt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mir gleich nochmal jemand zur Hilfe kommt. Ey, die Q200-Move, ey. Leute, da habt ihr einen Pro-Move gesehen von mir gerade. So, er geht erstmal zu seinem Totem, gehe ich mal von aus. Erstmal hier noch eine Falle legen. Alter, was war das denn? So, da oben ist jemand. Die können jetzt ja zumindest auch sehen, was der Killer macht. Und die können gegenseitig sehen, ob jemand retten kommt oder nicht. Hier ist genau das Loch. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. David, du siehst den Killer. So, da hinten sind die anderen beiden. Ach komm, Campy Campy jetzt oder was? So, jetzt ist er weg. Hinten wurde geheilt. Genau, das ist die beste Gelegenheit, die du hast wahrscheinlich. So, einmal hochheilen. Naja, der kommt zurück. Oder auch nicht. Na gut, komm, dann nehmen wir weiter die Totems weg. Das war halt wirklich richtig blöd. Ich weiß auch nicht genau, warum ich da einfach reingelatscht bin. Ich wusste ja, dass das da ist. Keine Ahnung. Ich wollte ihn eigentlich nur ärgern. Indem ich einmal noch schnell... Upsala. Okay, er will erst heilen. Indem ich einmal noch schnell seinen Totem anditsche, weil ich die Hoffnung hatte, dass er dann von dem anderen Typen ablässt. Naja. Hat nicht so gut funktioniert, wie ihr mitbekommen habt. Aber hey, ist ja noch früh am Morgen. Da, kann das mal passieren. Behaupte ich einfach mal. Er kommt in unsere Richtung. Nee, erstmal die Falle aufsammeln, okay. Gehst du helfen, David? Ja, okay, dann mache ich das Totem weg. Killer geht weg. Ah, guckt euch diese Reichweite an, das ist schon geil. Also, offenes Blatt ist schon nicht schlecht. Du kannst hingehen, da ist nichts. Dann rennen wir gleich hin. Aber jetzt habe ich schon dieses Totem hier fertig gemacht in der Zwischenzeit. Alles klar. So, warte mal, auf halber Höhe ist es dort irgendwo. In irgendeinem Raum. Hier? Ne, ich glaube noch einen weiter, ne? Da. Okay. Auch ein bisschen auf den Boden gucken. Hier oben. Muss auch ein bisschen aufpassen. Es sind schon einige Paletten weg. Das ist auch ein leuchtendes. Aufgezählte Hoffnung. Okay, nice. Er ist aber jetzt gerade beschäftigt, Leute. Vielleicht schaffe ich das Totem hier zumindest wegzunehmen. Und bitte ist es die aufgezählte Hoffnung. Ich meine, wir wissen natürlich, wo das andere Totem ist. Yes. Yes, das war die aufgezählte Hoffnung. Bitte gehen Sie weiter, Trapper. Es gibt hier nichts zu sehen. Okay, das heißt, Nervenkitzel der Jagd kann uns Wayne sein. Komm wieder zurück. Campy, Campy. Okay, lauf. Tschuh, alles klar. Und jetzt heißt es, Generatoren machen, würde ich mal sagen. Das andere Totem brauchen wir eigentlich nicht mehr wegnehmen. Außer, um nochmal ein paar Punkte zu geiern vielleicht. Aber ansonsten ist es nicht so wichtig. Also jetzt sollten wir lieber
erstmal an den Generatoren arbeiten. Wo ist denn hier mein Gen? Da, ich bin vorbeigelaufen. Alter Vater. Also diese Runde läuft bei mir. Ah, guck mal, nur noch einer. Oh, ja moin, servus. Der gute alte Trapper hier am Start, oder was? Rennt nach da oben, kommt wieder zurück. Ach, Verwandt ist schon was Schönes. Was? Oh nein! Ich bin echt... Ah! Ich wette, man hat die gesehen, oder? Like a pro. Was ist denn heute los mit mir, ey? In zwei Fallen getappt heute schon. Das ist echt... Das ist echt ein Pro-Ding. Oh, oh, Vorsicht. Vorsicht. Bitte nicht zu dem anderen rennen jetzt. Ey, ich hab Verwandt dabei. Wie kann das sein? Ich hab Verwandt dabei, das heißt, der sieht gerade auch alle anderen. Wie kann es sein, dass der sich dann so denkt, okay, ich renne jetzt zu dem Typen, der da vorne ist. Okay, Kate, lass uns mal abhauen. So. Gut, dankeschön. Ärgert mich, ey, mit den Fallen. Das hätte man besser hinkriegen können. Okay, der darf aber nochmal hängen. Immerhin etwas. Scheiße, der kommt hierher. Ich mach mal hier ein bisschen Rambazamba. Ja, der will zu Kate. Ey, das ist echt bitter gewesen. Okay, ab an den Generator hier. Jetzt muss ich aber echt aufpassen. Beim nächsten Mal sind wir tot. Da liegt noch eine Falle. Ich nehme die gleich weg. Was weg ist, ist weg, Leute. Lasst es euch gesagt sein. Hier sind sogar noch ein paar... Ja, nice. Hier sind sogar noch ein paar... Paletten. Ist auch nicht schlecht. Könnten wir jetzt zumindest noch mal ein paar... Paletten droppen. Um... ein bisschen Zeit rauszuholen. Da kommt jemand angerannt. Ich frage mich, ob die anderen auch schon irgendwo an dem Gen sitzen. Nee. Okay. Ich gucke einmal ganz kurz auf meiner Karte. Sieht safe aus. Bis zu ihr. Okay, Terrorradius ist weg, er hat doch jemand anderen erwischt. Dann komm da runter, Kate, komm her. Er ist sowieso hinter irgendjemand anderem hinterher. Tapferkeit haben wir wieder voll, aber wir haben schon wieder so viele Totems gemacht, ne? Gut, David ist tot. David ist da mit RIP. Müssen jetzt ein bisschen aufpassen hier, dass er uns jetzt nicht noch hier auf den letzten Metern erwischt, ne? Ich komme hier nicht mehr hin. Kacke. Okay, das heißt, Kate, wenn sie keinen Strike hat, oder hat sie den schon benutzt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wenn sie keinen Strike hat, dann war es das auch für sie. Er lässt sie auch erstmal liegen. Nee, doch nicht. Okay, aber wir schaffen den letzten Generator noch. Verdammt. Okay, sie ist tot, ja. Geht in die Richtung. Ah, geht sogar noch weiter. Da ist die Luke. An der Luke liegt eine Falle. Ah ja, guck mal, die habe ich schon wieder... Oh. Mach's anders. Okay, der geht raus. Perfekt. Komm schon. Wow! Der Lukenlacker heute am Start. Oh Mann, ey. Also, ich hätte nicht mehr unbedingt auf mich gewettet, muss ich ja sagen. Ich weiß nicht genau, was da los war, aber in der Runde wollte ich es mal ein bisschen spannender machen, Leute. Alter. Und wir fliegen nicht raus. Dann können wir mal wieder GG schreiben hier.
GG, well played. So. Ja, Blutpunkte technisch können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Dreimal schillernd, einmal Gold. Yes. Nehmen wir mit. Obwohl es eigentlich scheißegal ist, wir sind eh auf Rang 1. Also. Und davon mal ab sind die Ränge ja eigentlich sowieso total Wayne. Alter Vater. Ja, 27.000. Fast so viel wie der Killer. Das kann man mal machen. Er hätte noch Nöte dabei gehabt. Haben wir also doch nochmal einen guten Dienst an unserem Team erwischt. Obwohl eigentlich nicht, weil der andere Typ war dann schon raus. Und ja, uns hat er gar nicht mehr erwischt. Also Nöte wäre, wenn alles genauso gelaufen wäre, komplett egal gewesen, weil er damit niemanden mehr getroffen hätte. Aber zum Glück haben wir noch die aufgezählte Hoffnung im richtigen Moment wegbekommen. Ne? Wenn das Dingens gewesen wäre hier, Nervenkitzel der Jagd, dann hätte es ziemlich blöder ausgesehen für uns wahrscheinlich. Aber gut, die anderen Leute haben auch gut gepunktet. Ich denke, wir können alle zufrieden sein mit der Runde. Und, ach, drei Leute hatten Verwandt dabei. Wie krass ist das denn? Das heißt eigentlich, wenn man es so sieht, hatte der auch Verwandt dabei. Weil, wenn er hing, dann haben wir jeder unser Verwandt genutzt, um das zu sehen, was passiert. Und wenn einer von uns hing, dann hat er ja Verwandt bekommen. Das heißt, er hat mit offenes Blatt uns allen das Verwandt nochmal hochgepusht. Das war, ja, kann man mal machen. Nun gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, ja, ich freue mich natürlich immer, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Danke für die Aufmerksamkeit und ja, wenn ihr Bock habt, lasst gerne Kommentare und Likes da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut und vielen, vielen Dank nochmal natürlich an die Kanalmitglieder und Tossi für den Support. Support ist kein Mord. Bis dann, haut rein.